Die Ungläubigen wollte ich bekämpfen. Nein. Er würde zu mir sagen, wenn du das davon keine Ahnung hast, halt einfach deine Klappe, bevor also, du irgendwas dass du erzählst. Keine Ahnung hast. Okay, der würde sagen, bevor du deine Fresse aufmachst und was Falsches sagst, halt einfach die Klappe. Und deshalb Also halt ich meine Klappe. Also benutzt alle Ausdrücke. Na du Hexe, das war von mir gesagt, okay? Mach mich mal kurz groß, ich zeig dir, was ich für eine Liste hier habe. Oh. Guck mal her. Jetzt hat der Listenschmiede. Von Alimo habe ich leider nicht, hätte ich auch machen müssen. Was denn? Ja, guck mal hier, zum Beispiel von Abu Majin. Ich habe hier so eine Liste. Boah, Abu Majin, ey, ehrlich. Ihr lacht euch tot. Bruder Harut, guck mal. Guck mal, Alimo. Ja. Abu Majin will nachforschen im Tafsir. Guck mal, am 7.6. zum dem Thema. Ich hab hier jedes Mal zu jedem Thema, wo er nachgucken wollte, im Tafsir habe ich mir notiert. Er ist nie gekommen. Ja, okay, das sind nochmal. Das, die Hälfte davon, ich glaube, von Tafsire, ne? Oder mehr als die Hälfte, alles. Bruder, alle. Der kommt um 2 Uhr morgens, um 4 Uhr morgens, um 1 Uhr morgens. Er sagt, weiß ich nicht, das muss ich im Tafsir nachgucken. Ich komme da später wieder. Wo denn? Ich habe bis jetzt zu keinem eine Antwort bekommen. Alkohol, was ist denn mit Alkohol? Warum? Was ist mit Alkohol? Ja, ohne darauf jetzt einzugehen, wer hat Alkohol erschaffen? Allah oder die Menschen? Ohne oder darauf einzugehen. Thema Wahl, aber was Schöpfung. Also ich mag das Thema. Ich mag das Thema Alkohol hier mit dem Teufel und so, ne? Also dazu sage ich nur das, Animo. Du bist Jail, du bist Jail, nicht Alimo ist Jail. Alimo, ich rufe da an, ich sag, die sollen hier Alimo Daye hinschreiben. Harut, er wird endlich Christ, Mann. Es passt nicht zu dir. Ich mach dich noch zum Muslim, warte. Jahil. Ja, warte. Nee. Er droht mir, er macht einfach gleich, ja. Er macht gleich einfach, er schlagt sie, vermeidet sie im Ehebett und so. Da steht auch nicht schlagen. Okay, weiter. Was? Da steht nichts vom Schlagen, weiter. Da steht nichts. In Sure 4, Vers 24. Nee, 34. 34, da steht nichts vom Schlagen. 34. Wo steht das drin? Bei uns Koran-Muslime steht da nichts vom Schlagen. Hä? Ja, das ist die Übersetzung. Natürlich steht es da. Nee. Du hast selber vorhin gesagt, du bist kein Araber, also kannst du selber kein Arabisch. Wie hast du denn deinen Koran gelesen? Da steht nichts von Schlagen. Hast du? Wie hast du deinen Koran gelesen? Hm. Ja. Wie? Ja, ich kann doch die Wörter auch übersetzen lassen. Ja, also doch Übersetzer, ne? Ja, aber es gibt ja auch nicht, also ihr guckt ja immer bei Google, denn ich habe ja dafür Bücher. Ja, wer sagt, dass die Leute, die du fragst, dich nicht auch anlügen und Fehler machen? Genau, das könnt ihr jetzt doch hier auch sagen, also. Aber dann gucke ich doch mir den Vers an. Ja, also kann man den Koran praktisch gar nicht verstehen. Also ist es unnötig. Da kann man schon, aber das. Aber warum denn? Du sagst doch ja, die Leute, die du fragst, können Fehler machen. Die Übersetzung, die es hier gibt, ja, können auch. Also guck, da steht doch, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Wenn sie euch dann gehorchen, so sucht gegen sie keine Ausrede, aber nur erst dann. Erst nachdem ich sie geschlagen. Also wenn ich den Vers dir jetzt lese und dir das erkläre, würdest du mir sowieso nicht glauben, weil deshalb, weißt du, das ist das Problem, warum ich. Animo, ich könnte dir jetzt erklären, warum das. Ist das damit gemeint, das hier? Das hier nur so? Nein, gar nicht schlagen. Oder so, guck so. Da kommt das Wort Schlagen nicht mal vor. Lass sie Alimo nur so machen. Guck, hör auf, Schatz, hör auf. Nein, das ja, guck mal, du gehst jetzt auf Tafsire. Wenn da Schlag entstehen würde, würde ich sie totschlagen. Aber das steht nicht drin. Was der sagt, da gibt's ja. Da bei mir keine Streicheln. Ja. Schau her, ich bin dir ehrlich. Wenn da Schlag entsteht, dann klatsche ich der Reine und streichel nicht. Aber da steht nichts vom Schlagen. Da steht ja auch Schlagen. Da steht nichts vom Schlagen. Alimo, ich habe unseren Geschwistern mal aus Probe mit Adi in eine Beziehung eingehen, damit wir gucken, wie er sich gegenüber euch verhält. Also keine kann sagen, keine Frau kann sagen, ich habe mal jemals eine angenommen. Eine Frage, hast du eine Freundin, Adi? Bitte? Bist du vergeben? Ja, natürlich, ja. Schade, wäre der jetzt Single, hätte ich gesagt, ja, dann frag dich mal, warum. Hast recht gehabt.
Aha. Hast Pech gehabt, haha. Auf jeden Fall steht da nichts zum Schlagen. Du siehst es doch vor dir. Guck mal, schau mal. Ich habe das schon mal bei der Google aufmachen lassen, dann hat der Harut ein bisschen mogeln wollen. Nein. Ja. Doch, da wollte ich mogeln, aber dann bin ich raus, dann habe ich gesagt, okay, du willst es so haben. Warte, wir lesen auf Italienisch für Schwester Maria. Kannst du Italienisch, ne? Ja. Mach mal die Teile. Boah, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, ob das da jetzt drin steht. Oder wie das da drin steht. Ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. Boah, da steht sogar noch schlimmer. Ah, ich habe gedacht, das sei Da Schlager. steht sogar bekämpft sie. Ah, schon wieder was anderes. Aber bekämpfen ist sogar schlimmer als schlagen, Junge. Okay. Das ist sogar noch schlimmer. Battete sono voi, vedi sono fate più nulla. Ach so, ja, also wenn ihr euch dann danach, ja, euch nicht gehorchen, ja, dann macht, beziehungsweise, nee, warte, was steht da? Also, wenn sie euch dann gehorchen, dann macht erst nichts mehr. Da steht einfach, erschlagt sie, also bekämpft sie. Ich sag doch, Warte, es steht. lass uns mal auf Dings lesen, Alimo. Warte. Claudio, du kannst schon noch nicht mal Italienisch. Natürlich steht es da so. Ich hatte eine 1 italienischen Unterricht. Ja, komisch, Animo, da dass jetzt. ein anderer Italiener Animo. was anderes sagt. Animo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ich kann nicht Ciao. anders. Warte. Ding hau sama, ding ho de do hen. Ja. Da steht einfach Kamehameha. Harut, Harut, Aua. du kannst besser Chinesisch als jetzt wirklich. Bruder, Bruder Claudio, du sagst, bekämpfen heißt combattere. Combattere ist dasselbe wie battetele, weil combattere kommt von Ah, battetele kommt von combattere, genauso haben wir wie. ein Problem? Warte mal ganz kurz, weil. Also nochmal, Claudio, du sagst. Auf Hindi. Auf Claudio, du sagst. Hindi, auf Indisch. If they don't hurt you, then you have to put a panther in the face. Warte, wir machen mal auf Türkisch. I'm under the water. Please help me. I'm under the water. Öztürk. Nee, Türk, ich kannte, okay. nee, dann muss schon, Saladin, ich kann kein Türkisch. Baselarini, Basel, dann Üstün, Kil, was? Kill mich, Tirve, was steht da? Alimo. Ivete mis kandinlar sai gidadwar Bol, Allah. bol, bol ağzını ver. Bol, bol ağzını Kill ver. Alimo.